diese Schulbesuche sollten vielleicht jede Woche stattfinden. Man sieht einfach, dass man gerade als Mensch mit Migrationshintergrund ganz viel erreichen kann und dadurch wir auch gerade eine Verpflichtung der nächsten Generation Migrantenkinder haben, um ihnen aufzuzeigen, dass ihnen diese westliche Gesellschaft ganz viel bietet, wenn sie bereit sind, sich denen zuzuwenden und vor allem auch die Chancen zu nutzen. Das bedeutet aber, dass sie sich integrieren müssen. Ich möchte Ihnen einfach mitgeben, dass Sie das Recht haben, Ihren Weg selber ganz allein zu planen, ohne Angst, ohne Druck, ohne Minderwertigkeitskomplexe. Sie sind Frauen, Sie sind stark und Sie können alles und die Welt steht Ihnen offen. Also für mich ist Feminismus gelebter Alltag, aber ich habe gemerkt, es ist eben nicht für jeden gleich selbstverständlich und dass da nicht nur Erklärungsbedarf, sondern auch Handlungsbedarf ist, dass Frauen eben empowered, also gestärkt werden, dass natürlich je nach Tradition und Kultur einfach da wirklich noch viel Arbeit geleistet werden muss. An allererster Stelle möchte ich Ihnen zeigen, dass Sie nicht alleine sind mit Ihrem Migrationshintergrund, vielleicht auch nicht mit irgendwelchen Schwierigkeiten, Anfeindungen, rassistischen Themen, und ich möchte Sie motivieren, dass du eigentlich, wenn du daran arbeitest und daran glaubst und auch wirklich was tust, sehr, sehr viel bewegen kannst, für dich selber wie für die anderen auch. Ich möchte den Kindern mitgeben, die Tatsache, dass sie in Österreich alles erreichen können, wenn sie Ziele haben, wenn sie motiviert für ihre Ziele kämpfen und arbeiten, dass sie hier in Österreich sind und das auch akzeptieren und wissen, dass man in Österreich vieles erreichen kann, wenn man Ziele hat, wenn man die Zukunft etwas erreichen möchte, ist die Möglichkeit hier in Österreich sicherlich gegeben.